So, und da sind wir auch mit einem neuen Projekt, glaube ich, heißt Let's Challenge, haben wir diesen Schwachsinn genannt, ne? Nein. Ja. Ja. Ja, gewöhn dich dran, das Spiel macht immer so Zicken. Genau, Let's Challenge. Das wollen wir euch einmal ganz kurz erklären, ganz Ja. kurz umreißen. Magst du anfangen oder soll ich oder? Mach du mal. Nein. Okay. Ja, du kämpfst da mit dem Programm und mit dem Spiel und ich erkläre mal ganz kurz. Also Let's Challenge, das Ganze läuft wie folgt ab. Sind wir gestern drauf Ich fange gekommen. einfach schon mal an. Nein. Nicht? Warte doch. Nein, warte doch noch. Du kannst Ich jetzt vielleicht warte. Pause machen oder so. Ja, ihr seht, wir spielen mit einem Emulator, mit einem Super Nintendo Emulator. Momentan. Werden aber auch andere Emulatoren benutzen, sprich für ein N64, für ein Super, für ein normales Nintendo-System. So ist Also die das. drei Systeme gibt es. Ja. Wir haben uns jeweils eine Stunde Zeit genommen Ja. und der eine schlägt dem anderen vor, beziehungsweise gibt dem anderen vor, was er spielen soll. Ja. So, womit der vorlegt. In dieser Stunde muss er einfach so Spiel spielen, so viel spielen, wie es geht Ich und so weit, verstehe. wie es geht. Ich Ja. verstehe. Und der andere muss dann halt nachziehen. Und wenn derjenige, der weiterkommt, der hat gewonnen. So Ja. im Prinzip. So haben wir uns das gedacht. Ja. Jetzt gibt es allerdings auch noch die Möglichkeit, die werden wir jetzt noch nicht, aber das ist in Planung, Ja. dass wir euch Abonnenten auch mal dazu mit einladen wollen. Mit anderen Worten, das wird dann im Prinzip ein Dreier-Match, das heißt der Legendary Let's Oho. Play, ich, der Oho. Super Worst Case und einer von euch glücklichen Abonnenten, Wurschti. genau, darf dann gegen uns antreten. Gewinnt der Abonnent, ja, gewinnt der Abonnent, bekommt er von uns einen kleinen Preis. Ja. Das kann, Das ich wissen wir sag jetzt noch nicht. Da müssen wir noch drüber spekulieren, bevor wir jetzt was Falsches sagen. mal. Ja, ich sag mal, das kann eine unterschriebene Wasserflasche sein. Also, auf jeden Fall wird es irgendwas von uns beiden Signiertes sein. Ja, ein Dildo. So. Ja, zum Beispiel ein Oder ein Dildo. Bild von der Mona Lisa. Mit unserer persönlichen. Nein, lass. Nein, nein, komm, nein, nein, nein. Mit einer persönlichen Note dabei. Mit einer persönlichen DNA-Probe, ja, ist klar. So, und da der Worst Case gestern, das hatten wir ja noch nicht gestern in Planung gehabt, dann haben wir das for fun gemacht. Der hat aber 1 Stunde und 20 Minuten gespielt, also stehen mir die jetzt auch zur Verfügung. Richtig. Ich kann aber die Aufnahme auch abbrechen, sobald ich weitergekommen bin als er und nicht mehr weiterspielen möchte, sage ich mal so, weil dann habe ich sowieso das Challenge gewonnen. Ja, kann man machen. Kann man, muss man aber nicht. Muss man nicht, weil immerhin könnt ihr dann ja auch bald dann weiterkommen als wir, davon mal abgesehen. So ist es. Ja, gut, kann ich dann? Dann zähl mal, dann guck mal jetzt auf die Uhr, dann sag, wann die 1 Stunde und 20 Minuten vorbei sind. Deine Zeit läuft ab jetzt, würde ich einfach mal sagen. Alles klar. Jetzt geht's Tutti, jetzt geht's rund. Jetzt zeig ich mal deinem Meister, Ja. wie das geht. Jetzt muss ich mir die Scheiße auch noch schon wieder angucken. Zum Glück muss ich sie jetzt nicht selber spielen, weil dieses Spiel, ich weiß nicht, einige Leute haben es bestimmt früher von euch gespielt. Es macht Spaß, aber so nach dem 10. Mal Das war mehr dasselbe als Ding. 10 Mal, komm, gib nicht so an. Ja, das waren mehr als 10 Mal. Ich weiß, aber ich sag so geschätzt nach dem 10. Mal dasselbe sehen. Kotzt es einfach nur noch an. Was machst Nein! du? Aha! Ich musste mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Das ist echt ungewohnt jetzt hier. Gib mir das. So. Wenn ich das mit der. Alter, der hat sich nicht bewegt. Der hat sich nicht bewegt. Ja, das ist doch schon mal ein super Anfang. Ich muss mich mit dem Springen und dem Schießen zurechtfinden. Dann geht alles. So, dann komm mal. Also hier springen. So. Das wird ein Spaß. Ich freue mich schon. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich diese Credits nicht mehr habe? Dann bist du Game Over, dann hast du verloren. Cool. Dann habe ich ja. Was machst du denn da? Ja, das kann auf jeden Fall sehr erheiternd werden jetzt. Weil dein Start war definitiv schlechter als meiner. Welcher? Ja, dein Start jetzt hier. Ja, das stimmt. Aber du kennst dich ja da auch schon mit der Steuerung ein bisschen besser aus als ich. Ich habe jetzt einfach mal deine Steuerung angenommen, Ja, das ist richtig. Das liegt aber auch daran, dass ich damals das Projekt Mega Man X ne? gespielt habe auf dem Emulator. Und von daher kenne ich mich da mit der Steuerung auch noch ein bisschen aus. Da komme ich ja gar nicht weiter. Du Hoden. Oh, Scheiße. Den Kopf, den Kopf. Ja, gut. Ja, hab Gisela schon. Bleib du mal da oben. Warum können die eigentlich da durchlaufen und ich nicht?
Weil die sind tot und du nicht. Außerdem, guck mal, wann wie die aussehen. Jetzt gönn denen doch ein bisschen Spaß, den armen Jungs. Die haben noch sonst nichts im Leben. Nein, lass mich in... Warum rennst du nicht, du Sau? mit dir lege ich mich jetzt gar nicht an. Aber er sich mit dir. Hurensohn. Entschuldigung. Das hatte ich jetzt eigentlich, hatte ich das jetzt mal rausgehabt, das mit dem Hurensohn. Aber jetzt komme ich mit der Steuerung wieder hinterher. Ah. Na, wenigstens können die nicht springen. Aber das brauchen die auch gar nicht. Da tötet man sich. Oh, was bist du? Lanze. Ach, eine ganz gewöhnliche. Ja. Ah! Ah! Arsch! Ich mag das jetzt so, ich schaff das. Ach man. Oh shit, shit, shit. Ich mag das Spiel, ehrlich. Nein! Das, wenn ich das Spiel... Oh! Game over. Liebe Freunde, ihr müsst euch übrigens das reinziehen. So wie er jetzt klingt, habe ich ungefähr nach einer Stunde geklungen. Ja gut, aber ich werde dabei aggressiver als du. Ja, mach doch nichts, das ist doch schön. Let's Challenge. Wer hat sich den Mist ausgedacht? Ich mir heute auf Toilette. Du bist sehr unproduktiv auf der Toilette. Alter! Aber ich finde, auf der Toilette habe ich die besten Ideen. So, jetzt reicht's. Jetzt mache ich ernst hier. Das wird interessant. Meistens, wenn ich so einen Scheiß sage, dann geht das immer... Na komm, trau dich. Trau dich. Na, dich lasse ich jetzt außen vor. Du kannst mich mal. Und dich auch. Ja, macht ihr mal. Macht ihr euer Mann. Ha! Opfer. Pass auf, gleich schreit er wieder. Ha! Gewonnen. Hey! Hey, ho! Hey, ich hab dich getroffen! Na komm, dann leg ich mich mal mit dem da an. Ist der Ritter Kuni? Kuni Bert? Ne, den haben wir hinter uns. Ja, du bist der Vorfahr von Ritter Kuni Bert. Du bist die 32-Bit-Version. Ah, spring! Ich spring schon. Ja, komm. Umdrehen, ducken, feuern! Jawoll. Ja, ich bin hier jetzt. Ja, die Mirakel-Wipp-Rüstung. Yeah. Die Mirakel-Wipp-Rüstung. Das ist aber eine abgelaufene Mirakel-Wipp-Rüstung. Alter, nein, warum? Weil du nicht gesprungen bist, deswegen. Ich spring immer. Ja, klar. In deinem Kopf springst du. Spring nicht, Spinn. Ja, sag ich doch, in deinem Kopf springst du immer. Spinn tust du auch so, dafür brauchst du in deinem Kopf nicht sein. Wieder mal. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass mir eine Rolle abgebrochen ist? Wie eine Rolle? Von meinem Stuhl? Ja. Ach, guck mal an, siehst du, und jetzt trinke ich und jetzt nachher lege ich mich, garantiert. Ja, ich frage mich, bestimmt in dem... Oh ja. Bestimmt in dem Afraid of Monsters, da legst du dich dann hin. Ja, oder nachher bei Starship Troopers. Nein! La! Oh, Fla, ey. Machst es doch nicht so spannend. Klar, ich muss das spannend machen hier. Das bei mir war es so langweilig, ne? Oh Mann, ey, wie ich diesen Kack nicht vermisst habe, ne? Ja.
Ich drehe jetzt schon durch. Merkst du? Ja. Brauch die Rüstung. Na komm, ich brauch die Rüstung. Ich brauch die Rüstung. Traue niemals einem verbrennenden Ding. Einem verbrennenden Ding soll man nicht trauen. Ja. Dann darfst du aber eigentlich gar nichts auf der Welt vertrauen, weil so ziemlich. Alter! Hast es echt nicht drauf, ey. Komm, wenigstens zum Safe Point kannst du ja wohl kommen, oder? Wenn mich jetzt der Hund nicht tötet. Purer Horror, sag ich euch. Purer Horror. Das ist irgendwie, ich finde, noch so eine Ecke schlimmer als Afraid of Monsters. Das ist kein Vergleich mehr hier. Das ist also super Ghouls and Ghosts, wer den ultimativen Horror erleben möchte, der spielt das Spiel. Einfach mal ein bisschen exhibitionieren. Ja. Gib mir das! Nein. Bist du böse? Ja, das ist böse. Kann man du kannst auch aber auch nur vernichten, wenn die offen ist, jetzt. Komm. Wow, Skill! Achso. Der springt echt scheiße. Nein! Doch. Kannst du den spielen? Oh, du wirst die späteren Level noch richtig lieben. Du hast sie ja gestern gesehen. Wie? Kein Save Point. Aha, nein, der kommt erst, wenn du da durch bist, durch diese Wasserkacke. Ich dachte, der käme davor. Nee. Der kommt ultimativ, ne? Hier. Unmittelbar nach der Wasser. Alter, das gibt es nicht. Ich hasse diese Dinger. Na komm. Ich hab jetzt die Faxen dicke hier. Oha, jetzt packt er den Skill raus. Da hab ich die Schnauze voll. Komm her. Huhn. Typ. Da. Halt's Maul einfach. Entschuldigung. Ach so, hast du was gesagt oder was? Ich wollte gerade was sagen. Ach so, oh. Nein. Nein, ich. Oh shit. Ich war nicht an dich gerichtet. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Oh, wie oft hast du eigentlich schon die grüne Rüstung gekriegt? Gar nicht, ne? Einmal. Doch einmal. Du solltest die echt gucken, dass du die kriegst, die grüne Rüstung, wegen den zielsuchenden Pfeilen. Ist nicht wahr. Ja, ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Könnte ja vielleicht passiert sein, dass du... Ah, das ist doch mal schön. Ich kann mit den geraden Waffen irgendwie besser. Echt? Ja. Ja, gut, okay, die Pfeile sind auch scheiße mit der normalen Rüstung, aber wie gesagt, die Zielsuchenden sind einfach geiler. Wir wollen nicht auf Apple. Ja! Ja! Das hätte die goldene Rüstung werden können. Hätte. Oder die mintfarbene. Die mintfarbene, genau. Ja. Die rosirote. Ich versuche immer auf leer zu springen, das ist, glaube ich, mein Problem. Ja, das kann passieren. Das ist eine scheiß Angewohnheit. Ja, wenn du die ganze Zeit nur mit Tastatur und Maus spielst und auf einmal auf Komplett-Tastatur umsteigst, ist das schon echt scheiße. Ja, das ist richtig. So, mittlerweile geht's. Ich will mindestens ins Magma-Level kommen. Dann kann man wenigstens nicht behaupten, ich wäre so schlimm gewesen. Ja, das stimmt. Nein! Oh. Oh, ganz knapp, ganz, ganz knapp. Ja, komm du. Du, um meinetwegen brauchst du es nicht unbedingt so spannend machen. Ne? Du kannst auch... Den Skill auspacken, meinst du? Ja, du kannst auch richtig den Skill auspacken. Das ist vollkommen in Ordnung. Bitte.
Nein! Na gut, wenn da ein Savepoint war, dann war da einer. Ich will doch jetzt nicht eine Stunde lang hier sitzen. Komm schon. Da kommt ein Zombie. Du bist gleich tot. Was denn, was du gestern, stimmt, du hast gestern die ganze Zeit gegen mich gewettet, ne? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, du hast einen Zombie. Mein Lieb. Ich hab selbst die Kugelfische dazu überredet, netter zu dir zu sein. Ja, und hat nicht geklappt. Doch. Fucking Spiel! Ah, das wird... So, jetzt aber, komm, jetzt will ich jetzt einmal mit ganzer Konzentration rangehen. Das muss doch wohl zu schaffen sein, dieser Rotz hier. Ich schaff das auch so, du blöder Hügel. Na komm hier hin. Marcel, warum bist du so still? Weil ich das gestern schon stundenlang gesehen habe und jetzt ist es irgendwie so. Was hat unser lieber Bud Raven? Keine Ahnung. Jan halt. Nee, nicht Bud Raven, nicht Arschrabe, sondern Blood Raven. Genau, das habe ich total vergessen. Was hat er gesagt? Ich habe ein Déjà-vu. Da waren wir schon mal. Das ist der fieseste Spruch, den man in so einem Spiel bringen kann, original. Nein. Oh, das ist gut, du kriegst auch gleich die grüne Rüstung. Wo? Kommt gleich. Da hinten kriegst du auch gleich eine Kiste wieder. Das nutzt mir auch nichts, wenn ich ins Wasser fall. Nein, noch vor dem Wasser, da zwischen den Dingern. Ja, ich sag doch, das nutzt mir auch nichts, wenn ich ins Wasser fall. Ja, aber du hättest zumindest schon mal zielsuchende Dinger. Da kannst du dich mehr auf Springen konzentrieren als auf Schießen. Also wäre das schon mal ein ziemlicher Vorteil. Duck dich und schieß. Ich will jetzt mal den weg haben. Duck dich. Duck dich. Warum helfe ich dir eigentlich? Keine Ahnung, der wollte sich gerade nicht ducken. Ich weiß es auch nicht. Hier habe ich keine Kiste jetzt bekommen, aber egal. Warum auch immer nicht. Na egal, auf jeden Fall hast du Pfeil und Bogen. Da hab ich ganz vergessen! Ah, oh, herrlich, ey. Als Kinder haben wir uns doch über sowas gefreut, über solche Spiele. Zu sterben, ja. Nein, komm, geh darauf! Du bist vielleicht geisteskrank. Boah, Alter, du Glück, ey, das gibt's ja nicht. Und tschüss. Kann man auch aufgeben? Nein, ihr habt mich auch nicht aufgeben lassen. Das läuft nicht. Ich musste, trotz dass ich aufgeben wollte, noch, ich glaube, mindestens eine halbe Stunde oder so, musste ich an der Scheiße noch rumsitzen. Aber du bist dann auch durch das Level gekommen, ne? Bitte? Weil wir dich motiviert haben, bist du noch durch das Wasserlevel gekommen. Durch das Wasserlevel bin ich gekommen, ja, und in der Feuerwelt hat es dann aufgehört. Hattet ihr aber auch selber keinen Bock mehr. Ja, das stimmt. Ich glaube, wie oft haben wir die Wasserwelt gesehen? 20 Mal und die Feuerwelt mindestens 15 Mal. Ja, geht doch.
Die will ich aber. So, schaffen wir das jetzt oder schaffen wir das nicht? Das ist hier die Frage. Natürlich schaffst du das. Du schaffst alles. Motivier mich mal, dann schaffe ich das vielleicht sogar. Nein! Mag der Baumeister, kann er das schaffen? Mag der Meister, yo, er kann das! Nur mag der Meister in sein Boxershorts. Rittermeister, yo, er schafft das! Warum gehe ich eigentlich immer wieder zu dem Typen rein? Weil es einfacher ist, den zu killen. Nicht unbedingt. Trifft er dich einmal, bin ich auch tot. Und die Feuerbälle, die kommen ziemlich assi-mäßig. Ja, ich weiß, deswegen musst du ja den ja killen, weil es einfacher ist dann, wenn er weg ist. Ich kann auch an dem vorbeilaufen, dann ist er auch weg. Aber hier kriege ich die Truhe wenigstens. Hier hat nämlich noch einen Sinn. Der kann auch nicht einfach stehen bleiben, ne? Nein, kann er nicht. Natürlich nicht. Nein, das war zu spät. Ah, die rücken weiter wieder. Ui, du konntest mal springen. Du bist nicht auf den Zombie draufgefallen. Hey. Das wird bestimmt nur der reine Rage-Part hier. War das bei mir anders? Anfangs schon. Ja, anfangs war ich auch noch richtig motiviert, weil ich dachte, das Spiel kann ich. Aber das war ja leider ein Fehlgedanke. Da ist die Rüstung. Nein, ist sie nicht. Schade aber auch. Findest du bestimmt, ja. Aber wenn der springt, zieht er auch so einen doofen Sprung einfach durch, ne? Kackendreist. Ja, sicher, der ist auch, der ist ganz todesmutig in den Abgrund. Und jetzt sprang der gar nicht. Oh, meine Nerven, ey. Ist eine Stunde schon vorbei? Jetzt krabbel eine Viertelstunde rum. Na komm, jetzt konzentriere ich mich wirklich mal. Motivier mich, los, lenk mich mal ab. Soll ich jetzt auch Schweineschwitze erzählen? Ja, mach mal. Also gut. Pass auf. Ein Hippie-Typ steigt in den Bus. Er setzt sich nach hinten, neben ihm sitzt Uno. Was? Wollte einfach mal an der falschen Stelle lachen. Ja, ist klar. Neben ihm sitzt auf jeden Fall eine Nonne und er guckt sie so an und sagt so, ey, die sind ja schon richtig süß und so, ne? Die Nonne sagt so, guter Mann, ich bin eine Frau Gottes, das wird nichts, ne? Hier, ne? Können Sie sich da gleich schenken. Und das geht halt ein paar Tage so und du bist übrigens tot. Und ja, ich wollte irgendwann, aber die auch wieder haben. Was sagst du? Irgendwann sagt der Busfahrer zu den Hippie-Typen, ey, pst, aber du machst dich auch an die Nonne ständig ran, ne? Also, ja. Ja, pass auf, die Nonne, ich kenne die ganz gut, die ist immer nachts um 10, ne? Jeden Sonntag geht die zum Beten auf den Friedhof, betet da das Jesuskreuz an. Wenn du sie da kriegst, dann versteckst du dich in ein weißes Gewand und sagst dann halt, du bist Jesus. Und ne, dann schläft und dann macht die das schon. Ja gut, alles klar. Nachts, der Hippie-Typ steht da im Jesusgewand, geht da lang, guckt, sieht die Nonne da knien. Geht hin, sagt so, hey, ich bin hier dein Herr und Erlöser, ich wünsche mit dir zu schlafen, ne? Die Nonne natürlich, ja, voll, und aber lieber Herr Jesus, das geht dann aber auch nur von hinten, weil ich möchte meine Jungfräulichkeit nicht zerstören, dafür habe ich ja ein Eid abgelegt. Ah, sagt er, denkt er sich so, alles klar. Oh, die beiden sind voll am Treiben und am Machen. Auf einmal reißt sich der Hippie-Typ die Klamotten von Leib und sagt, Edge, ich bin der Hippie-Typ. Reißt sich die Nonne die Klamotten von Leib und sagt, Edge, ich bin der Busfahrer. Verdumm dich. Der war so schlecht, dass er schon wieder gut war. Ich weiß. Nein, nicht runterklettern. Ja, geht doch.
Ja, jetzt habe ich Blitze des Todes. Das hätte jetzt auch bösartig enden können. Ja, Weg frei für mich. Ich! Ah. Wären diese Totenköpfe nicht, ne? Ja, und wären die Zombies nicht und wären die Hunde nicht. Und die Muscheln auch nicht. Und diese und komischen die Wellen auch nicht. Richtig. Würden wäre das Spiel einfach viel einfacher. Man bräuchte einfach nur laufen und springen. Und ich glaube, selbst dabei würdest du dich umbringen. Na, hast du den kleinen Zeh gebrochen? Du Weichei. Oder ist jemand ganz glücklich, dass er das vorgeschlagen hat? Beziehungsweise ist jemand ganz, ganz glücklich, dass er meinen Vorschlag angenommen hat. Das sieht echt leichter aus, als es ist. Du haust dich aber auch immer in die geilsten Situationen rein, ehrlich. Ey, dieses Spiel sieht wirklich leichter aus, als es ist. Also, meine lieben Freunde da draußen, die vor dem Bildschirm, ihr könnt ja gerne mal euch den Emulator runterladen. Ich denke mal, das wird klar gehen, wenn wir die Seite wohl in die Beschreibung packen, oder? Ja, nroms. Punkt. Ja. Ich hab Faxen, Dicke hier. Ich will das aber schaffen. Sag ich's mal so herum. Ja, du willst mich schlagen, ich weiß. Also N. Ja, das will ich sowieso. Gut. Ihr geht einfach nach Google, sucht die Seite n-roms.de. Müsste das, glaube ich, sein. Und da findet ihr dann sämtliche oder fast. Da findet ihr ziemlich viele Spiele für den Super Nintendo, unter anderem auch eben dieses. Und natürlich auch die passenden Emulatoren für den N64, Super Nintendo, Nintendo, Game Boy und was weiß ich nicht noch was alles. Ja. Ah, jetzt schau mal. Ah, jetzt hat er endlich die zielsuchenden Pfeile, ja. Das ist ein gutes Ohr. Ich wag's jetzt zu bezweifeln, ehrlich. Doch, du stirbst gleich ganz dämlich. Ich sehe das schon kommen. Bestimmt. Oder du verlierst die Rüstung auf eine ganz dämliche Art und Weise. Ja, ich kenne mich. Ich kenne dich auch. Ich sehe mich schon bei den Eiterbeulen. Ganz oft sterben. Was ist da jetzt drin? Dann müsste jetzt eigentlich die goldene Rüstung drin sein. Was kann die? Die sucht, wenn du das auflädst, die ist, sucht Kisten. Mit dem, wenn du den Pfeil und Bogen hast, such die Kisten an. Das heißt, außerdem ist die Goldrüstung stärker. Ja, stärker hat nichts zu sagen. Die hilft mir auch nicht hierbei. Naja, du hättest sie trotzdem nehmen können. Hätte ich. Dann hätte ich aber zurückgehen müssen. Ja. Nee, auf jeden Fall. Jede Waffe hat ja eine spezielle Fähigkeit mit der goldenen Rüstung. Zum Beispiel, wenn du die Flammen, glaube ich, auflädst, also diese Fackeln da, kriegst du, ich glaube, einen Drachen, der alles Mögliche vernichtet. Das gibt es nicht. Wenn du die, ich habe keine Ahnung, musst du mal ausprobieren, die jeweils verschiedene Waffen. Aber ich finde einfach, die Pfeile sind einfach praktischer. Ich will nicht mehr. Du hast aber noch mindestens, also du hast 3 Credits noch. Und das entspricht ungefähr 6 oder 9 Versuchen. Rage-Modus. Scheiß auf alles. Wir rennen jetzt durch. Oh, 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 ob das die richtige Taktik ist. Bis welches Level bin ich gekommen? 3 oder 4? 3. 3. Level 3 in 1,5 Stunden. Meine Damen und Herren, das muss man mal nachmachen. Kackendreif, sag ich dir, renne ich hier jetzt durch.
Scheiße auf die Rüstung, Hauptsache eine neue. Da. Wir haben bestimmt schon alle abgeschaltet. Meinst du so wie bei mir? Ja, ja. Ey, ich glaube, man müsste eigentlich den Abonnenten, die dieses Spiel, ja, das, was wir aufnehmen, bis zu Ende schaffen, den müsste man auch so einen kleinen Preis geben. Die kriegen, die dürfen, da machen wir mal ein Treffen mit unseren Abonnenten und die das durchgehalten haben, ja, die kriegen von uns ein Bier spendiert oder so, keine Ahnung. Nicht nur eins. Ja, nicht nur eins, die dürfen sich auf unsere Kappe besaufen. Ja. Verdient haben sie sich das. Das wäre fair. Ich will jetzt über dieses blöde Wasserlevel drüber hinwegkommen. Bist du deppert. Das Wasserlevel, das will ich nie packen, diesen Wasserabschnitt da. Nee, das wirst du auch nicht. Das ist so unmöglich. Ich weiß, ich so. Ach, du bist schon wieder tot gewesen? Ja. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Weiter, einfach weiter. Lass mich einfach nur in Ruhe. Rennt schon wieder nackig. Der kleine Flitzer. Aber ich finde das süß, dass die sowas eingebaut haben, dass du da wenigstens noch in Unterwäsche rumrennst. Das sähe auch wenigstens sehr komisch aus, wenn der nackig rumrennen würde, oder? Ja, nein, ich meine irgendwie nicht, dass hier so ein Zombie dich berührt in deiner Stahlrüstung und du bist tot. Das meine ich. Ach so. Ja gut, dann würde aber auch keiner mehr spielen. Ja, ich glaube nicht. Da würde ich jetzt nicht... Ich wäre jetzt schon dabei zu sagen, ich spiele nicht mehr. Ja, das ist natürlich eine gute Leistung, ne? Zu einem Scheißspiel. Das sind aber auch so die Arten von Spielen, wo man früher als Gamer gesagt hat, als Kind gesagt hat, ich gehe lieber nach draußen spielen. Ja. Das ist doch so, oder? Das haben die Eltern bestimmt dann extra gekauft. Ja, richtig. Haben die taktisch dann gut ausgespielt. Und wenn ich das so sehe, habe ich jetzt endlich Bock, nach draußen zu gehen und zu spielen. Ich will nicht mehr. Willst du den Rotz auch nicht mehr angucken? Eigentlich nicht. Nicht da stehen bleiben! Scheiße! Ja. Sanji ist online. Scheiße! Sanji ist online. Jetzt habe ich auch noch so eine beschissene Waffe, damit werde ich doch niemals auf den grünen Zweig kommen. Da nicht, in der Tat nicht. Na komm. Das war so klar. Ja, ich lebe noch. Echt? Nein, jetzt lebe ich nicht. Ich höre jetzt auf. Nein. Vergiss den Rotz. Nein. Wieso soll ich denn den Scheiß noch weitermachen? Ja, weil musste ich auch. Ihr habt mich auch gezwungen, also komm. Hier zwingt dich niemand. Du kannst nur selber entscheiden. Ich hab's trotzdem getan, also komm. Jetzt sei mal nicht so. Dann habe ich nämlich gleich den restlichen Abend schlechte Laune. Ach, du kriegst gleich schon wieder. Spätestens wenn du mir wieder zugucken darfst, dann kriegst du wieder bessere Laune. Ich gehe jetzt erstmal gleich wieder in Afraid of Monsters, die alle niederschießen. Ja, dann mach das. Dann ist wenigstens einfacher. Das soll wohl, glaube ich, schon was heißen, wenn du das sagst. Jetzt spring da weg, du Elendshöhle. Ich hab dich noch nie so fluchen hören. So gut. Mein Gott. Oh, herrlich, ey. Und wie geht's euch so? Schönes Wetter draußen, nicht wahr, Freunde? Ich komm aus dem Lachen nicht mehr raus.
Jetzt spring! Fick auf den Scheiß, ich rauche mir jetzt eine. 5 Minuten Raucherpause. Okay. So, ich lasse euch da jetzt mit der Musik. Wir rauchen und quasseln deswegen derzeit. Ist ja meine Zeit. Mein Gott. Aber 5 Minuten, du hast auch nur in dem Spiel 5 Minuten. Ja, da habe ich davon. Ich habe jetzt sowieso auf Pause gedrückt. Ach so. Nimmst du noch auf? Ja. Ach so. Ja. Hier wird nichts unterbrochen, wir sind harte Männer. Ja, liebe Freunde, also ich glaube, an dieser Stelle war ich, glaube ich, schon im Level. Er war auf jeden Fall schon einige weiter. Oh Mann, ey. Ich schütte mir erstmal einen Schnaps ein. Ja, mach das. Was gibt's Gutes? Korn. Gleich das ganz harte Zeug. Ich mach das Glas jetzt randvoll damit. Oh, er war knapp. Super Golds and Ghosts, ey, das Spiel, das eine Generation Soulfire hervorgebracht hat. Alter. Oh. Ah. Was machst du denn da? Meine Cola hat gerade auf meine Hand ejakuliert. Oh, Freunde, ich find das so herrlich. Ich bin so froh, dass mir die Idee mit der Let's Challenge eingefallen ist. Ja, ich finde die Idee ja auch gut, nur das Spiel ist scheiße. Oh, du, ich kenne da noch ganz andere. Was denn? Ja, das sag ich dir nicht. Ich habe noch ein Spiel für die nächste Let's Challenge. Ja, nix, du hast das ausgesucht. Das nächste suche ich aus. Wir suchen das im Wechsel aus, würde ich sagen. Nee, nächstes Mal bin ich dran. Ich muss die Leiden quälen. Okay. Und ich hab gesagt, ich schaff das. Ich hab jetzt wenigstens ein Ziel. Ich will wenigstens ins Wasserlevel kommen. Okay. Beziehungsweise über dies dämliche Level drüber. Leute, keine Sorge, es geht gleich weiter. Ist nur eine Kunstpause, um sich ein bisschen abzureagieren. Sonst erschlage ich gleich meinen Fernsehmonitor. Der Blood Raven, der taucht gleich übrigens auch gleich auf. Dann wird's ja richtig lustig. Ja, das sagt so circa eine halbe Stunde. Ich denke, bis dahin sind wir sowieso noch in dem Level. Oh nein, ich hoffe, ihr schaltet nicht ab. Also wenn er dazu kommt, dann kommen wirklich die blöden Sprüche. Ja, dann wird es wieder richtig lustig. Also nicht vorspulen hier. Okay, könnt ihr machen, aber da verpasst er was. Vor allen Dingen, eine kulturelle Raucherpause mitten im Let's Play ist auch mal was, oder? Ja, ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Sowas arg Professionelles. Ja. Ich glaube, das schreibe ich jetzt demnächst über meinen Kanal drüber. Wo jetzt steht, was steht da jetzt? Zocken, bis der Arzt kommt. Da schreibe ich jetzt dran, total professionell. Jo. Hattest du das nicht da stehen sowieso? Was? Zocken, bis der Arzt kommt? Ja, da schreibe ich jetzt aber hin, extrem professionell. 5 Minuten Raucherpause erstmal. Jo. Oder irgend so ein Scheiß. Irgendwas lasse ich mir da jetzt einfallen. Ich fand die Musik eigentlich toll, aber jetzt wird sie mich verfolgen. Ach ja, ich muss ja mit dem Pfeiltaste spielen. Ich komme jetzt schon wieder durcheinander. So, der Alkohol hat mich jetzt beruhigt. Okay. Nein, Quatsch. Ich mach das jetzt so, immer wenn ich faile oder wenn ich ein Rüstungsteil verliere, dann trinke ich ein. Oh, das ist... Dann bist du aber gleich nicht mehr fähig, noch was anderes zu spielen, das sag ich dir. Schläfst du gleich. Ja. Ich glaub, so schnell wurde eine Pulle Korn noch nie geleert. Ach, glaub mal, ich hab mal eine... Aus Stress habe ich mal eine in einer halben Stunde gekillt, eine ganze. Ach du Scheiße. Weißt du, wie ich da warum, was ich da für einen Stress hatte? Nein. Ich musste mit den Schwiegereltern meiner Ex-Freundin zu Abend essen. Ja. Okay. Da habe ich dann meinem Kollegen gesagt, das war der Mario, den habe ich dann gesagt, pass auf, ich muss gleich mit den Schwiegereltern essen.
Ich gehe, ich trinke, ich zieh mir jetzt die Kulle Korn rein. Fand er cool. Die Kulle Porn, ja, ne? Ja, die Kulle Porn. Die Kulle. Da bekommt YouPorn gleich eine neue Bedeutung. Aber eben Schluck trinken. Ja, lass den, lass mein den Skill Hund. Mit jedem Schluck. Oha. Das, ist das nicht so eine Art Cheaten? Quatsch, du hast gestern auch getrunken. Ja, stimmt, ich hab dabei auch getrunken, das ist richtig. Also ich glaube, so eine Let's Challenge, ich weiß nicht. Wollen wir die nüchtern durchziehen bei solchen Spielen? Das entscheiden wir selber. Okay. Oh, das war jetzt ein guter Bug gewesen, sonst hätte ich jetzt meine Rüstung verloren. Ja, das stimmt, da hast du Glück gehabt. Das war jetzt so sauknapp gewesen. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Alter, jetzt lass mich doch mal da durch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, manchmal spawnen die Dinger aber auch richtig beschissen, ne? Ja, komm, spring jetzt. Hallo? Ja, töt ihn, genau. Scheiß. Töle echt. Ich bin mal gespannt, wie du dich nachher gegen den Adler schlägst. Gar nicht. Gar nicht. Weißt du, dazu müsste man erstmal so weit kommen. Ah, das kriegst du hin, das kriegst du hin. Ich glaub an dich. Das ist schön. Ja. Ich hatte noch nie so einen guten Freund. Oh Mann, ey. Nein! Wieso immer diese Stelle? Da musst du mit einem Doppelsprung rüber, von der einen Säule zur anderen. Wird so unsicher. Ja, genau. Es wird so unsicher. Es wird so unsicher. Ja, ich dreh schon durch. Ja, Mutter bin ich. Und mir liegen die Nerven blank, Mutti. Lob mal. Also, was hat dann, was hast du gesagt? Ob ich am Aufnehmen wäre. Oh nee, ey, ist das geil. Boah, erstes Glas ist schon auf. Boah. Ja. So schnell geht das. Wie viel Zeit habe ich noch? Du hast noch. Du bist gerade mal eine halbe Stunde dabei. Was? Du hast noch circa eine Stunde, glaube ich. Spätestens ab einer Stunde breche ich ab. Na, du hast bis 10 hast du Zeit. Nee, warte mal. Bis 10 Uhr? Ach, guck mal an. Dann hast du nur noch 35 Minuten. Das Fehler. Gibt's nicht. Boah, ich krieg zu viel. Das ist aber auch echt. Na, jetzt kommst du aber gut durch hier. Nicht besser als sonst auch immer. Ich wollte dir nur gut zureden. Ja. Go, go, Marky Ranger. Immerhin hast du jetzt schon wieder deine Rüstung. Hä? Ich sag, immerhin hast du jetzt schon wieder deine Rüstung. Die bringt mir bei der Wasserstelle nichts. Die Muscheln sind ja kein Problem, aber... Na, das Springen ist kacke. Und danach kommen noch diese Eiterpickel, ne? Ja, richtig, ja, die gehen eigentlich. Das ist nicht ganz so schwer. Das Blöde ist halt, wenn die Eiterpickel... Oh Gott. Hoffentlich kriegst du eine Rüstung. Ah, hat sich erledigt.
Weißt du was, ich gebe das jetzt wirklich auf. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ach komm. Nein, ich habe die Schnauze voll. Ach komm, einen noch. Einen noch, weil du es bist. Ja. Da kriegst du auch bestimmt noch 2 oder 3 hin, weil ich es bin. Nee, nur den einen. Und komme ich bei diesem einen jetzt nicht weiter, dann breche ich das ab. Ja, bis zum nächsten Game Over, ne? Ah. Hä? Okay, bis... Was war das? Das war meine Tür. Meine Wohnzimmertür, die quietscht ein bisschen. Ich dachte, ich mache ein bisschen Stimmung. Na Quatsch, ich habe mir schon mal ein Bier geholt. Einfach schon mal. Ich muss ja gleich auch noch richtig schön lustig sein für... Ne? Für meine Bugs. Seit wann kommt hier eine Truhe? Nee, keine Ahnung, die ist mir neu. Das Spiel, das will, dass ich weitermache, es glaubt an mich. Ja, das Spiel glaubt an dich und ich glaub auch an dich. Ich glaub nicht jetzt an mich. Doch, du schaffst das. Du schaffst das. Muss man da bei dem Viech eigentlich immer nur den Kopf treffen? Ja. I'm sexy and you know it. Ah, guck mal. Der kriegt irgendwie immer grüne Augen dabei, wenn ich diese Rüstung aufhebe. Das ist der Hulk, das ist die Hulk-Rüstung. Das ist die Rage-Rüstung. Alter, dass sich der Hund jetzt nichts dabei bricht. Das ist wie eine Katze. Der Hund ist wie eine Katze. Ich hasse Katze. Nur anders. Soll ich mal die goldene Rüstung nehmen? Ja, sicher. So, jetzt halt mal gedrückt und lad mal auf. Was kriegst du? Drachenpower! Ach, guck mal an, du bist sogar für eine Zeit lang unverwundbar. Hörst du mich noch gut? Ich höre dich wunderbar. Nein! So, jetzt reicht's. Jetzt ist finish. Nee, bis zum nächsten Game Over haben wir gesagt, Kumpel. Das hast du gesagt. Ja, so sind die Regeln. Ich musste auch bis zum nächsten Game Over, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Also ihr gleiches Recht für alle. Sanji ist online. Ey. Schon wieder. Ne, weniger. Nee. Jetzt wird er zickig. Dein Kopf wird zickig. Oh, schön. Schön. Dann wird der jetzt wäre ich zickig hier. Dann wird Jan aber ganz traurig sein, wenn er ankommt und du spielst nicht mehr. Ja und? Scheiß auf Jan. Was mit meinen Gefühlen? Deine Gefühle sind doch noch voll in Ordnung. Meine Gefühle sind am Arsch. Neulich bei Marks Therapeuten. Und Marc, was haben Sie für ein Problem? Ich hab Super Ghost to Ghost gespielt. Ja, und dann zeige ich dem Therapeuten, dass er versucht hat dann auch, oder muss ich ihn nachher therapieren? Wahrscheinlich. Warum hast du die denn jetzt genommen? Weiß nicht, aus Reflex. Ich dachte, da wäre was Grünes drin. Ja. Der Therapeut, der therapiert werden musste. Weil er sich in meine Lage versetzen wollte, um mich besser zu verstehen. Das ist arg bitter. Boah, das war so knapp. So, Spannung ist geboten. Marcel, einmal Trommelwirbel. Nein! Dö. Jetzt habe ich statt Springschießen gedrückt. Ich werde bekloppt. Er wird bekloppt.
bekloppt, la 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 la, bekloppt, bekloppt, la la la. Ich hau dir gleich aufs Maul. Ja, du kommst vom Bocholt nach Dortmund und dann haust du mir aufs Maul und dann fährst du wieder. Das ist es mir wert. Die 2,5 Stunden Fahrt, das lohnt sich bestimmt. Ich hau dir 2-mal aufs Maul dann einfach. Dann lohnt es sich wenigstens. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, ich finde das schön. Ich finde das so schön. Weißt du, was schön wäre? Wenn du aufhören dürftest? Wenn ich jetzt getroffen werde. So wie jetzt? Ja, pass auf. Jetzt werde ich nicht, mehr getroffen, sterb nicht mehr und renn durch bis zum Ende des Spiels. Ja, wahrscheinlich, ey. Weil ich jetzt getroffen werden will. Das passiert jetzt bestimmt. Ich würde so abfeiern. Das wäre jetzt doch der Knüller, oder nicht? Du würdest dir aber auch verarscht vorkommen. So ein bisschen, ja. Wenn du mich jetzt noch besiegst, ja, doch. Das kann ein Super Worst Case nicht auf sich sitzen lassen. Auch das kann er schon. Nein, kann ich nicht, das ist mir viel zu schwer. Wie kann man eigentlich Pfeile so schmeißen? Kannst du mir das mal verraten? Ich weiß nicht. Wenn man keinen Bogen hat, dann wird man halt erfinderisch, glaube ich. Ich glaube, ich bin der schlechteste Spieler ever. In dem Game. Ich wollte gerade sagen, in dem Game ja wahrscheinlich. Aber ich war ja auch nicht besser. Obwohl, ich habe mir mal Let's Plays angeguckt davon. Da saven die ja nur. Ne? Ja, gut, okay. Ich meine, ohne Save States ist dieses Spiel auch wirklich extrem unmöglich. Muss man ja dazu sagen. Aber jetzt hier alle 2 Meter ein Save State setzen, fände ich auch schon ein bisschen lächerlich. Da ist die. Ist vorbei. Das war jetzt aber Absicht. Nein, das war nicht Absicht. Das, doch komm, das war aber. Das war wirklich nicht Absicht. Da wollte ich drüber, du. Kannst du mir das mal zeigen? Was? Wie du da drüber wolltest? Nein. Doch, bitte. Einmal noch, komm. Man ist ja ehrgeizig, muss man jetzt mal sagen, ne? Ich meine, und sieh's mal positiv. Eigentlich kannst du jetzt auch noch durchziehen, weil du hast nur noch einen Credit danach. Das heißt, danach steht dir nur noch einmal maximal bevor. Hier guckt doch sowieso schon gar keiner mehr zu. Ist doch scheißegal, das kannst du jetzt aber rein aus Ehrgeiz kannst, finde ich, solltest du das durchziehen. Wenn du jetzt noch 5000 Credits, so wie ich gestern nachher gehabt hast, ja, dann könnte ich das noch verstehen, wenn du sagst, du hast keinen Bock mehr. Das überlege ich mir gleich selber. Oh. Du hast hier gar nichts zu melden, ja? Oh. Kollege Feuerstein. Du bist doch selbst dran schuld, ich hab mir das Spiel noch nie ausgesucht. Ich hab gesagt, überrasch mich, wenn du mit so einer Scheiße um die Ecke kommst, ne? Da musste doch klar sein, dass es dafür eine kleine Rache gibt. Und meine Rache war eben das Last Challenge. Das Ende. Hätte ich nicht annehmen müssen. Hättest du nicht, hast du, aber jetzt kommst du aus der Nummer auch nicht mehr raus. Oh, nee, ey. Boah. Da wird der Jan ganz traurig sein, dass ich gleich nicht mehr da bin. Dran bin. Aber macht ja nichts. Wir haben ja immer noch das. Ne? Die anderen zwei Sachen. Monsters? Bitte? Afraid of Monsters meinst du? Richtig, das und Starship Troopers. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Oder wollen wir gleich noch Spaß haben und eine neue Challenge anfangen? Nee, bleib mir jetzt weg mit deiner Challenge. Nein. Boah, da mag mich jetzt gerade aber jemand gar nicht mehr, kann das? Ich mag dieses Spiel nicht mehr. Es verarscht mich nur noch. Magst du mich dann noch? Nein, ich hasse dich. Ich schwitze hier schon, aber es kommt nur daher, dass hier drin so warm ist. Ich war vorhin auch, Kiste Bier schleppen, ey. Ich konnte schon wieder, hätte schon wieder duschen gehen können. Ne. Keine 10 Pferde.
Keine 20.000 Euro, nein. Go, Marky. Nein. Go, Marky. Leute, go, Marky. Ich habe verloren. Das sage ich jetzt an dieser Stelle. Das war auch schon sowieso klar. Und da will ich nichts mehr dran ändern. Ich habe keinen Ehrgeiz mehr dafür. Ich rauche mir jetzt eine. Werd noch mit ihm diskutieren. Ich soll weitermachen. Und ich sag, ich drohe ihm, ich hau ihn auf die Schnauze, wenn er jetzt so einmal sagt. Und dann, das könnt ihr euch jetzt noch 5 Minuten anhören. Pass auf. Erzähl mal. Was gibt's, Marcel? Also ich bin stark dafür. Du kannst die Leute doch nicht so enttäuschen jetzt. Weißt du, ich mach dir ein Angebot. Irgendwann, wenn du dann hier bist, ich merk mir das, dann hau ich dir eins aufs Maul dafür. Davon mache ich ein Video, okay? Da freuen sie sich drauf. Okay, dann seht ihr Let's Punch oder was? Ja, genau. Nee, let's Punish. Ja, genau. Nee, das halte ich jetzt nicht mehr durch. Sonst mache ich nämlich gleich gar keine Aufnahmen mehr. Was, oder wollen wir das so machen? Was? Pass auf, ich mach den Vorschlag zu Güte. Du machst jetzt die 2 Leben noch. Ja? Und danach, wenn Jan da ist, machen wir Starship Troopers. Dann hast du erstmal Pause. Nee, das ist mir egal. Ich gehe lieber mit dem Rage-Gefühl in den Afraid of Monsters rein, als sonst wohin. Okay. Hier gibt's keine Güte mehr. Das Spiel ist einfach nur unfair. Ja, ich weiß, das Spiel ist wirklich nicht besonders fair. So, Leute. Dann beenden wir das ab jetzt hier. Okay, liebe Freunde. Es hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Schade, dass ich... Ich muss wirklich sagen, schade, dass ich gewonnen habe. Ich dachte... Das habe ich auch gedacht. Ich dachte, das geht jetzt weiter. Ja, ich dachte, du reißt da auf jeden Fall was. Aber naja. Neues Spiel, neues Glück. Bald kommt dann eine neue Let's Challenge. Und dann werden wir mal sehen, was wir da machen, nicht wahr? Ja, irgendwas Leichteres. Ja. Wie wär's mit Donkey Kong Country oder sowas? Ja, das ist schon zu einfach. Es geht. Also ich finde das zu einfach. Da könnte man aber Skill beweisen und versuchen, schneller zu sein als der andere. Na gut. Schauen wir mal, wir diskutieren das dann noch aus, was für ein Spiel wir nehmen. Ich habe noch so ein schweres Spiel, das habe ich aber noch nie gespielt. Das nennt sich Battletoads, das soll angeblich arschschwer sein. Zwar das nicht so schwer wie das, aber schwer. Das kenne ich nicht, das sagt mir nichts. Das wäre doch was. Wir sollten Spiele nehmen, die wir nicht kennen, also die wir... Weiß nicht. Also ich habe schon mal gesehen, aber ich habe selber noch nie gespielt, sag ich mal so. Okay, ach mal. Oder schreibt uns ein paar Vorschläge in die Kommentare. Solange er nicht so ein Mörder wieder ist. Guck mal, der Jan ist da. Jetzt bist du sauer. Leute, bis zum nächsten Mal. Nein! Na Jan, also, dann gib mal deine abschließenden Worte. Warte, ich muss gerade das Headset dann weiterreichen. Er kommt nämlich gerade erst rein. Moment, ich reiche das Headset direkt weiter. Hier, du musst direkt hier solche abschließende Worte sagen. Pack das Headset um. Ja, Moinsen, hier ist Bloodraven. Was kann ich für Sie tun? Ja, Jan, hast du verpasst, wa? Jetzt bin ich nämlich fertig mit den Nerven. Wieso, was hast du? Ich habe 40 Minuten lang mir diesen Scheiß jetzt angetan und ich bin nicht über das erste Level bzw. bis zum ersten Checkpoint gekommen. Wieso nicht? Weiß nicht. Keine Konzentration, Lein. Wir sind noch in der Aufnahme außerdem, ne? Ja, ist doch gut. Ja, weiß ich nicht. Du hast einen Bogen, du hast Zeit. Ja, mach doch weiter. Ich mach nicht mehr weiter. Dann hast du verpasst jetzt. Ja, schade, aber dann denke ich mal, beim nächsten werde ich wieder voll dabei sein. Ja, beim nächsten auf jeden Fall. Wir stürzen uns gleich voller Rage in Afraid of Monsters in die Aufnahme rein. Auf die Pixelfehler, jawohl. Alles klar, dann lass uns mal verabschieden. Dann verabschiede dich auch mal im Namen von Matzel. Alles klar, also ich verabschiede mich erstmal im Namen von Super World Case. Ja. Er hat wieder grandiose Arbeit geleistet. Er wird gleich auch noch ein Abschlusswort sagen. Ich verabschiede mich auch mal. Ich bin Bloodraven. Das war 2 Minuten von mir. Und nun das Abschlusswort noch vom Super World Case. Super Worst Case, aber danke, vielen Dank, liebe Freunde, fürs Zuschauen. Wir sehen uns mal. Ciao. Jo, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.